Oh, das sieht aber nicht gesund aus. Ah. Was hast du denn da gemacht? Kampfverletzung. Der Psycho, den knallst du ab. Der ist ein Psycho. Ich glaube, ich habe die falsche interviewt. Ich gehe lieber. Ja, liebe Freunde, wir sind auf der Gamescom hier. Der Nico und ich heute. Der Buddy ist nämlich arbeitender Lappen. Und es ist heute wieder unendlich heiß. Aber das schreckt uns nicht davon ab, hier die Gamescom heute zu rocken. Ja, genau, der zweite Tag hier heute. Wir sind da als neues Team, ne? Machen die ganze Gegend unsicher. Um ehrlich zu sein, haben wir gar keine Ahnung, wo wir anfangen sollen. Es ist einfach scheiße laut hier. Und ich will zocken, aber ich habe keinen Bock, mich anzustellen. Ja, das Anstellen ist auch sehr ätzend. Es ist warm und es ist so laut hier. Ich muss ja schon schreien. Aber wo sind die Bitches? Wir gehen jetzt. Los! Ja, ihr glaubt es kaum, wir irren hier umher. Es ist riesig groß, diese Gamescom, ja. Wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Und was haben wir denn hier? Guck mal an. Schwarzer Ladebildschirm, Street Fighter. Oh, guck mal, das ist ein Klassiker, oder? Oh, hör mal, wo wir gerade sind, da ist der Fabian Siegesmund. Der Fabian Siegesmund von Studio 71. Das ist ein Hochkaräter. Ob der heute Street fightet? Also, was hier läuft, ne? Diese ganze Gewalt hier. Das kann ich nicht akzeptieren. Guck dir das an, das Mädel, das ist gar nicht richtig gekleidet. Das kriegt noch eine Erkältung hier. Muss ich hier immer noch mit so Muskelprotzen kloppen. Mal Katze, du bist ja unser Fachabgestellter für Gewalt. Was sagst du denn dazu? Ich sehe nur Titten. Ja, Freunde, hinter Melo findet gerade ein Blizzard-Quiz statt. Deswegen ist es hier etwas lauter. Da war auch gerade schon die gute Melli auf der Bühne. Melek. Okay, da hinten habe ich gerade Konami entdeckt und da möchte ich jetzt mal fragen, was mit Silent Hills passiert ist. Die Pisser. So, Freunde, wir haben den Stand von Konami gefunden. Hier wird auch gerade fleißig Metal Gear Solid 5 Phantom Pain vorgestellt. Die einzige Frage, die ich mir jetzt nur stelle, ist: Was ist mit Silent Hill, ihr Pisser? Hättest du dich nicht lieber für Silent Hills angestellt, anstatt für Phantom Pain? Also jetzt sitze ich und ja, warum nicht? Aber Silent Hill wäre schon nicht schlecht gewesen, oder? Wäre nicht schlecht gewesen, richtig. Das haben sie verbockt. Ja, Arschlöcher! Die Pisser hier, du. Diese ganzen Pisser hier. Pisser, ey. Geh, bevor ich dich umboxe. Hör mal, bei euch hat's auch nicht für Counter-Strike gereicht, oder? Nee, nicht ganz. Seid ihr eher Call of Duty-Zocker? Ja, eher. Welches Call of Duty ist eurer Meinung nach das Beste gewesen? MW3. MW3. Auf jeden Fall. Ja. Modern Warfare-Reihe generell, oder? Ja, die Reihe an sich. Und warum unterstützt ihr dann immer noch diese Schandtat von Activision, immer so Scheißspiele nach dem MW3 rauszubringen? Wir wollen gucken, ob sie was geändert haben, ob es besser geworden ist. Ja. Also eine kleine Hoffnung besteht immer noch. Ja, genau. Ich bin der Hotel-Jogger. Dann gutes Gelingen und haltet es durch. Haltet es durch. Entschuldigung, ich erschieß mich bitte nicht. So, liebe Freunde, wie ihr seht, ist es hier in den Hallen relativ dunkel. Das ist extra so gemacht worden, weil Gamer sind ganz, ganz wenig Licht gewöhnt. Weil wenn man nämlich hier sieht, hier drin in dem Raum ist ein bisschen mehr Licht und da huschen die nur ganz schnell durch, bevor sie verbrennen. Das ist immer ganz wichtig, von Halle zu Halle, deswegen ist immer alles ganz schnell abgedunkelt. Und das ist überlebensnotwendig, weil die Ersteller dieser Messe, die haben sich nämlich auf die Lebensbedingungen der Besucher eingestellt. Das ist grandios. Das hier
Ja. Ich frage jetzt mal etwas, was mich schon immer interessiert hat. Entschuldigung, glaubst du an das Herz der Karten? Natürlich. Pocht es in dir? Natürlich. Ist das eigentlich sowas wie eine Religion oder? Nein, das nicht. Einfach ein guter Zeitvertreib. Glaubt ihr an das Herz der Karten? Ja, klar. Die glauben alle an das Herz der Karten. Das war's hier vom Tag Nummer 2 der Gamescom. Ja, wir sind ein bisschen geschafft von der pickepackevollen Messe hier in Köln. Katze, was hat dir am besten heute gefallen? Der Catering-Service von der ESL. Lecker essen, muss ich sagen. Stimme ich nur zu, aber du hast ja natürlich noch was geholt heute. Ja, natürlich, ne? Wir sind ja auch auf einer Spielemesse, deswegen habe ich mir auch eine Pizza gekauft. Ja, das sind unsere Worte, mit denen wir uns verabschieden. Aber wir haben ja noch 3 Tage vor uns. Heute war der erste Tag und es war schon die Hölle. Ich will gar nicht wissen, was Samstag hier los ist, Leute. Wir gehen jetzt ins Bett. Gute Nacht. See you later, Alligator. Oh, cool. Ja, liebe Freunde, wir sind heute auf dem Pressemarkt auf der Gamescom. Ja, wir sind reingekommen, wir sind hier nicht richtig dort.